Und wir haben gespeichert, jetzt wird gerastet und wieder gespeichert. Sehr schön. Wir sind also hier im Marquespalast fertig. Hooray. Dann gehen wir doch mal hinaus. Wir haben das Abzeichen und haben ihn verschont, wie wir es Gina Fey versprochen haben. Erledigt. Das heißt, wo gehen wir denn jetzt hin? Hier ist ein Keller. Gehen wir doch mal. Kamen wir von da? Kamen wir aus dem Keller? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich hab's vergessen. Ja, doch, und da kamen wir. Das heißt, wir gehen jetzt aber hier, weil hier Verstanden. waren die ganzen, genau, hier waren ja die ganzen Mykoniden. Den Bereich schaue ich mir noch mal eben an. Da, weil da waren wir ja noch nicht. Doch, hier waren wir schon. Ist ja schon aufgedeckt. Da ist aber noch nicht alles aufgedeckt. Aber hier ist auch nichts. Also gehen wir hinaus. Und dann dürfen wir uns auf der Hauptkarte wieder befinden, wo wir hereingekommen sind im Tief. Ja, da waren wir. So, jetzt muss ich aber eben überlegen, wo müssen wir dann überhaupt noch hin? Von hier aus kamen wir. Dann waren wir da schon drinne. Wir waren da jetzt drinne. Wir waren in dem Turm hier schon drinne. Da unten sind wir, glaube ich, auch schon reingegangen. Ich glaube, das hier ist der einzige Ort, wo wir noch nicht waren. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Aber wir werden es ja sehen. So, nun müssen wir noch hin und her rennen, aber ich bin mir relativ sicher, dass wir hier mit dem Aufzug noch nicht runtergefahren sind. So, da kommen auch die letzten angelaufen. Und wir begeben uns in welches Gebiet? In ein unbekanntes. Ja, und es. Wow, Slow Motion. Das ist aber nicht beabsichtigt. Lass mich, wieso haben es Markev-Scherben ausgerechnet auf mich abgesehen? Geht's euch gut? Euer Atem klingt zu flach. Wie nett, eine Teilnahme zum Beispiel. Es muss euch ein grausames Vergnügen bereiten, jemanden noch Mut zu geben, bevor ihr ihm euren stinkenden Stiefel ins Gesicht tretet. Was ist das hier? Ein Verlies-Genie. Hier hinein wirft der sadistische Mark auf uns Tiefengnome, wenn wir zu schwach sind, um in den Minen oder in der Raffinerie zu arbeiten. Früher habe ich in der großen Schmiede gearbeitet, bevor die Maid Ilmaria und ihre Feuerriesen nicht hergekommen sind, um sie auseinanderzunehmen. Ich bin nicht hergekommen, mich beleidigen oder wie jemanden übler Hänger behandeln zu lassen. Na, wenn ihr so eine gute Seele seid, warum geht ihr dann nicht raus und besorgt uns was zu essen? Mein Atem wird nicht besser davon, dass ich den ganzen Tag Felsenstaub einatme. Wo ihr schon dabei seid, könnt ihr auch gleich die Salamander oben am Aufzug töten. Okay, was zu essen? Ja, also ich habe etwas dabei. Da haben wir nämlich die Kartoffeln, sind wir nämlich losgeworden. Na, ich will verdammt sein. Ich hätte nie gedacht, dass uns jemand hilft. Es scheint gar nicht so übel zu sein. Vielleicht könntet ihr uns noch bei was anderem helfen. Ja, sicher. Sagt mir einfach, was ihr braucht und ich werde sehen, was ich tun kann. Mein Volk befindet sich nicht weit von hier in einem Lager. Die Erdkolosse haben es bisher noch nicht aufgespürt, aber es kann nicht mehr lange dauern, wenn ihr bis dahin schafft. Könnt ihr euch dort verstecken? Wir würden es natürlich sehr zu schätzen wissen, wenn ihr uns gegen die Erdkulisse verteidigen würdet. Wie komme ich dahin? Geht zur Nordostecke der Grube, bis ihr zu einer Hochebene kommt. Lauft dort eine Weile herum, damit die Erdkulisse auf euch aufmerksam werden. Ich kann schon jetzt spüren, wie sie unter uns graben. Wenn sie durch sind, könnt ihr das gewundene Tunnellabyrinth auf der anderen Seite betreten. Mit den leuchtenden roten Edelsteinen findet ihr den Weg zu unserem Lager. Warum benutzen die Erdkolosse den Faden nicht, wenn man ihm so leicht folgen kann? Das ist so,
Die Augen der Erdkulisse können rotes Licht nicht besonders gut sehen, besonders wenn sie graben. Sie haben eine seltsame, klare Haut über den Augen, die sie vor Geräusch schützt, wenn sie umherhasten. Es ist fast unmöglich für sie, den besonderen Farbton des Diamantenlichts auszumachen. Interessant. Danke. Ja, und wir haben... Oh, wir haben Levelaufstieg dadurch bekommen. Sehr schön. Und ich verstehe nicht, warum das jetzt bei mir hier so hängt da unten auf der Karte. Aber na gut. Ein altes Spiel, ein altes Spiel. Ja, genau. Der Waldläufer einverstanden. Was haben wir für Grund? Bonus auf Weisheit. 14. Wieso sind wir auf 7? Charisma. Das ist... Naja. Er hat auch 8. Na egal. Eine Stufe höher. Ich darf hier wieder einen Punkt verteilen, aber da wieder nur ein. Na egal. Wir haben neue Priesterzauber. Juhu. Den bitte noch einmal und sonst noch irgendwo ein mehr. Ja, hier, da können wir noch mal wieder das Böse niederdrücken und da kommt Stille. Ach, und noch mal Zaubersteine. Dafür mache ich jetzt auch nicht extra noch eine Rast. Ach, Lareal bewahrt die besondere Eigenschaft, ja, Tiere zu beschwören. Da haben wir das dann. Oh, und Spuren lesen. Stimmt, habe ich ganz oft vergessen, wieder zu machen. In diesem Reich bilden Spuren unterschiedlicher Humane ihnen lebt. Wahrscheinlich von Zwergen oder Gnomen. Riesige Kratzer an den Wänden deuten darauf hin, dass Erdkolosse schon einmal in diesem Höhlenkomplex waren. Andere riesige Kratzer an den Wänden deuten auf die Anwesenheit irgendeines riesigen Wesens hin, vielleicht eines Art riesigen Insekts. Befehle? Wir verlassen aber ganz schnell diesen Leck-Bereich, sag ich mal. Ich werde das dann auch gleich zusammentragen, wenn nichts Schlimmeres passiert. Oh, hauer, 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 ha. Das ist ganz schön übel. Dann müssen wir das uns hier auf der Karte so bewegen. Und wir haben ein... Was ist das? Ein Nashornkäfer? Ja, ein Nashornkäfer. So, du darfst zaubern. Damit wir uns hier noch mehr an... den Dex erfreuen können. Fupp. Außerdem sollst du nicht in den Nahkampf gehen. Da hast du nämlich auch keine Munition mehr für deine Schleuder. Wir müssen wieder mehr Schleuderkugeln kaufen. Ich höre. In Ordnung. Mal pausieren. Doppelklick. Ah, ein Erdkoloss. Ah, jetzt haben die sich wieder gefangen. So, Zauber. Das sind die Tiefengnome, die uns ein bisschen Probleme bereiten. So, du machst den. Da war der Erdkoloss. Erdkoloss! Geh mal wieder weg. Lass dich nicht von dem Krieger töten. Der ist da. Das ist nicht gut. Heil dich. Und wir müssen sehen, dass wir jetzt die Erdkolosse töten. Einer ist schon weg. Und da kommt der nächste. Nein. Den Befehl passen. Ich brauch da. Beschwör Untote, damit wir zu deinen Diensten eventuelles Futter für den Schwachsinn haben. Lass die Magierin in Ruhe. Lass die Magierin in Ruhe. Verschwindet. Nein, 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 nein. Das ist hier auch noch verwirrt. Das ist nicht gut. Stirb. Du brauchst mich? Was mache ich denn jetzt ganz schnell? Ich muss den mal ganz schnell drücken, bevor die Magierin. Ah, die Magierin ist tot. Die Magierin ist tot und bringt nicht die Priesterin um. Oh, die ist schon wieder. Die ist wieder genesen. Tötet den. War nur ein Scherz. Ja, ich mach's. Den Koloss. Egal was ihr tut, aber tötet den Koloss. Du machst dir jetzt einmal komplette Heilung. Toll, Zauber daneben gegangen. Bin schon weg. Fuck. Egal, die sind tot gegangen. Tote beleben bitte.
Ach, das ist, das Ding lebt noch. Nicht lassen. Scheiße. Ja, gut, dass wir noch Schrifträume haben hier. Ich habe das mit dem blöden Nashornkäfer nicht gedacht. So, nochmal. Hol sie zurück. Sehr schön. Und einmal deine Sachen mit einsammeln. La 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 la. Genau, Inventar ist voll. Ich muss die Sachen erstmal wieder anlegen. Ah, Mensch, 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 Mensch. Das wird einen Moment dauern. Achso, ja, genau. Zack, einmal so. Welche hatte ich jetzt angelegt? Achso, das war so verfluchtes Ding. Bitte? Oh, tja. Magierdolch, nee, du warst der richtige Dolch. Nicht der da. Die sehen sich aber auch verdammt gleich. Was war das hier? Ach, das war der statische Dolch. So, da gucken wir mal eben. Genau. Den ersten Dolch hier rein. Zack. So. So. Was haben wir hier? Das war der Stab. Krankheit heilen und Gegengift. Gegengift. Packen wir hier mit rein. So. So sieht das doch gut aus jetzt. Du bist wieder da, sehr schön. Und wir könnten alle eine Rast vertragen. Ich erledige das. Durch die Bank weg. Dafür speichern wir jetzt. Sehr schön. Im Moment kann nicht gespeichert werden. Wir haben die Rast überstanden. Also geht's jetzt weiter. Und ein Nashornkäfer. Na komm, ein Feuerpfeil. Ach, ich habe vergessen, die Magierzauber wieder zu reinzumachen, die wir durch den Verlust von dem Ring nicht mehr drin hatten. La 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 la. Und ich habe jetzt eine ganze Menge an Material verloren, also dieser Dolch und so. Nee, Ausrüstung macht schon eine ganze Menge aus. Haben wir gerade festgestellt. Na gut, wir können auch erstmal so weitergehen. Wir sollten damit eigentlich ganz unbehelligt weiterkommen noch. Also so sollten wir das hinkriegen. Mal eben hier schauen, wo es hier weitergeht. Wir brechen wahrscheinlich hier diese Kolosse irgendwann irgendwo aus. Ne, hier ist einfach nur... Jo, ja, doch, da sind einige. So, alle darauf. Bis auf du warst Untote. Ja? Du warst Kaifas. Und du zauberst diese Kugel. Da haben wir noch mehr. Gut, dann musst du jetzt wieder meine brennendes Blut. Ich habe keine Ahnung, ob das geht. Du kommst auch wieder zurück und legst den Bogen an. Ich bin hier. Du darfst. Was darfst du machen? Statische Ladung? Nein. Da Feuer anzünden und zwar dahin. Zeig mir das Ziel. Müsste weit genug weg sein von den anderen eventuell. Du machst Zaubersteine. Bombardierkäfer ist tot. Okay, gut. Du übst Feuerpfeil. Darauf. Du attackierst den bitte. Hier bin ich. Und du darfst wieder Zaubersteine. Du machst doch auf den. Ach, du musst ja auch noch zaubern. Sengendes Licht. Ich
bin wie immer so, bereit. Einmal zaubern, was haben wir denn hier? Was ist das? Ach, Auflösung. Ja, den wollte ich auch noch ausprobieren. Ach, sie ist die Priesterin, ist schwachsinnig. Senkendes Licht bitte. Bereit. Das funktioniert denn? Nein. Zu deinen Diensten. Schade. Was hast du noch probiert? Chaos. Ich weiß nicht mehr, was Chaos gemacht hat. Ich zauber ihn einfach. So, er ist verwirrt. Ja, ich bin hier. Schwer verwundet, ja super. Ich kriege ihn da jetzt aber auch nicht weg. Das heißt, es wird darauf hinauslaufen, dass unser Krieger sterben wird. Dann müssen wir ihn nachher wiederbeleben. Das ist eigentlich nicht so nett. Ach, unsere Magierin ist verwirrt. Du bist aber auch wieder am Start. Nee, Quatsch, nicht böses vernichten. Untote bitte. Also, da kommen wir nicht mehr hin, um den zu heilen. Der ist, den können wir auch nicht wegbewegen. Daher nehmen wir den Tod von seinem Krieger in Kauf. So, du einmal darauf. Du bist ja immer noch verwirrt. Und du jetzt auch. Scheiße. Mist, 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 Mist. Ich höre. Du darfst mal eben einen Heiltrank schlucken. Noch ein bitte. Ja. Du hast eigentlich gerade gar nicht so viel an Schadenszauber. Oh, jetzt ist die auch noch verwirrt. Aber unsere Magierin ist wieder frei. Das heißt, ich kann da wieder ein paar harte Zauber mal aussprechen. Wenigstens gegen den Erdkoloss, der jetzt tot ist. Du hast meine Aufmerksamkeit. Du greifst den bitte an. Ist ja auch kein Wunder, dass hier nichts passiert, wenn die nicht alle angreifen. Was willst du? Die ist auch wieder mit am Start. Die jetzt auch an unseren Krieger rankommen könnte. In der Hoffnung, dass das jetzt läuft, deswegen würde ich jetzt auch erstmal Hass aussprechen. Okay, hat nicht alle getroffen. Sehen wir eben hier hin. Nochmal Hast aussprechen. So. Das ist doch was. Jetzt wird's was Lustiges. So. Kugel. So. Hier nochmal den Strahl. Ja, ihr sollt auch töten, ne? Also. Was? Hurra, noch mehr kämpfen! Jawohl! So, kommt schon. Ja, wunderbest. Wir haben jetzt alle Kolosse vernichtet. Habe verstanden. Das speichern wir doch mal eben. Gucken, ob wir rasten können. Jo, speichern. Und, wir sind Skelettbogenschütze, haben da was fallen lassen. Bestimmt auch. Ne, nur Bögen. Schade. Keine Pfeile. Ach ja, da geht's auf jeden Fall weiter gleich. So, jetzt schauen wir uns natürlich erstmal hier auf der Karte weiter um. Aber so wie es aussieht, ist hier nichts mehr. Nö, hier ist nichts mehr. Dann. Ich glaube, alle drei gehen in dieselbe Richtung.